Am 20.09.1804 hat Napoleon Bonaparte zum ersten Mal Mainz besucht. Und er hat natürlich auch seine Spuren hinterlassen. Er hat Prachtboulevards entstehen lassen, zum Beispiel die Große Bleiche oder die Grand Rue Napoleon, das ist heute die Ludwigstraße. Ja? Und wir haben auch viele Wörter, also französische, im Sprachgebrauch übernommen. In Botschamber ist ein Nachtdippchen und in Bonder ist eine Schaufensterscheibe und Bobbechaise ist ein Bubbeware. Und jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, was wird denn eigentlich Napoleon sagen, wenn er heute käme und die drei Hesse sehe. Und da haben wir gesagt, ganz einfach, wir laden ein, hier ist er, liebe Herrinnen und Herr Lesen. Ich wünsche dir viel Spaß, gute Unterhaltung mit Napoleon Bonaparte, bitte sehr. »200 Jahre Rheinhessen. So, so. Ich will Ihnen mal etwas sagen. Hätten diese Verräter mir nicht in die Schlacht bei Leipzig die Frack verhauen, dann wären Sie heute noch pelzische Franzose. Merken Sie sich das. Die Völkerschlacht. So ein Sabotage und Embarrage von der Bagage. Was für Blamage, leck mich!« Und das muss mir passieren. Mir, dem größten Feldherrn der Weltgeschichte. Mir, dem Kaiser von Frankreich. Mir, einem der letzten echten Amateure auf der Bühne der Mainzer Fasenacht. Sie haben gar keine Ahnung, was Ihnen als Franzose alles erspart geblieben wäre. Ich sage nur, 10 Jahre Angelique Merkel. So lange hält kein Ehe von Peter Maffay. Dem sein Neu ist ja gerade mal 28 Jahre alt. Also ganz knapp über die Zielgruppe von die Lothar Matthäus. Sogar Oskar Lafontaine hat nach die 4. Heirat mit die Sarah Wagenknecht erkannt, Tabaluga lebt, doch die Drachen werden immer jünger. Hallo, euer Angelique ist auch schon einmal geschieden. Aber sie und ihre zweite Mann passen auch viel besser zusammen. Weil er ist die Professor Sauer und Angelique macht die passende Visage dazu. Angelique. Angelique. Angelique, die war schon Kanzler, wie ich war das letzte Mal hier. Vor 10 Jahren, da war Deutschland noch Papst. Da haben Sie noch nicht gewusst, dass Barack Obama ist eine Mainzer Fasenachter. Da war Conchita noch eine spanische Frauenname und wusste, was zum Essen. Das waren noch Zeiten. Da war die deutsche Verteidigungsminister noch ein männlicher Mann und kein Frauenärztin. Da hat die G36 von der Bundeswehr noch Kerze geradeaus geschossen. Et maintenant, da steht zum ersten Mal in der Geschichte ihres Landes eine Blondine vor der Armee und schon ist bei den Soldaten die Flinte verbogen. We'll be right back.
Vor 10 Jahren, da haben die Mainzer noch nicht gewusst, wohin mit die Klepperbüb. Und heute wissen sie nicht, wohin mit die Flüchtlinge. Da kommen tausende abgemagerte Flüchtlinge nach Deutschland und werden ausgerechnet empfangen von Peter Altmaier. Ich hab gehört, wie eine Flüchtling gesagt hat zu die andere, von die Herr Altmaier, da kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden. Mon Dieu, was für eine Durcheinander. Da laufen jetzt Leute durch Rheinhessen, da weiß man gar nicht, sind das registrierte Syrer oder nicht registrierte Finter. Sind das gewaltbereite Salamander-Salafisten oder integrationsunfähige Wiesbadener? Man weiß es nicht. Hallo, und wie soll man eine friedliche Muslime von einer geisteskranken Islamist unterscheiden? Schließlich wollen die beide mit aller Gewalt in die Paradies. Da ist einmal angekommen eine islamistische Selbstmordattentäterin. Seine Paradies, sagt er zu die Portier, hier bin ich, wo sind meine 72 Jungfrauen? Die Portier zeigt auf eine Gruppe sehr betagter Damen, darauf der Islamist, was, das sind ja uralte Weiber, sagt der Portier, alt schon, aber alle Sternzeichen Jungfrau. Hallo, 1 Million, die paar Leute. Vor 25 Jahren ist die Mauer umgefallen. Da sind gekommen 17 Millionen auf einen Schlag. Und haben Sie die verstanden? 60 oder syrisch, ich höre da keinen Unterschied. Damals hat die dicke Kohl versprochen, blühende Landschaften. Was haben Sie bekommen? Ein Nachtschattengewächs aus Mecklenburg-Vorpommern. Kohls Mädchen. Haben Sie gesehen, Angelique, auf die CSU-Parteitag? Alors, dann wissen Sie jetzt, wie das ist, wenn eine geht von die Hells Angels zu die Weihnachtsfeier von die Bandidos. Eigene Parteitag, da hat sie ja gehalten, eine tolle Rede. Boah. Dabei konnte sie den Text kaum richtig lesen. Der Seehofer hat aber auch ein Sauklaue. Aber kennen Sie schon die neue Aufnahmetest für die SPD? Berechnen Sie eine absolute Mehrheit. Die Sigmar kriegt von den Genossen 75% Stimme. Die Partei kriegt von den Wählern 25% Stimme. 75 und 25 macht zusammen. Herzlich willkommen in der SPD. Oui, die Genosse Müntefering hat schon immer gesagt, Opposition ist Mist. Fragen Sie mal die FDP. Die wäre heilfroh, sie wird in die sozialistisch-ökologische Misthaufe mit drin sitzen. Nur so nebenbei. Der Hofreiter, die Wagenknecht, der Bartsch,
haben alle einen Doktortitel. Da muss ich doch was machen lassen. Einen Doktortitel hat auch Frauke Petri von der AfD. Die freut sich vielleicht über die unverhoffte Wahlwerbung aus der Kölner Silvesternacht, sollte aber inzwischen erkannt haben, dass es leichter ist, einen Stand auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt zu kriegen, als glaubwürdig ein Partei zwischen Europa verklärte Multikulti-Romantiker und rechtsradikale Arschlöcher zu positionieren. Vor 10 Jahren. Wer war Chef in die Kanzleramt? Thomas de Maizière. Der heutige Innenminister mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Wann ich den sehe, frag ich mich jedes Mal, ja, ist denn heute schon wieder Volkstrauertag? Wann der kommt um die Ecke, wie sie sie sofort. Es gibt ein neues Problem, er hat keine Lösung, aber die wird verdammt teuer. Dann gibt es auch noch Ministerkollegen, die haben ihren Auftrag völlig falsch verstanden. Frau Schwesig, bloß weil Sie sind Familienministerin, müssen Sie doch nicht gleich schwanger werden. Das wäre ja so, als hätte die Arbeitsministerin alles was schaffen. Vor 10 Jahren, da hat Deutschland eine Märchen in die Sommer, Niersbach und der böse Franz. Stellen Sie sich vor, da hat doch glatt jemand gesteckt. Eine Überweisung von 6,7 Millionen, genau zwischen die Autogrammkarte von dem Monsieur Beckenbauer. Sache gibt's, ha? Aber 6,7 Millionen. Das war eine Schnäppchen. Da kriegen Sie noch nicht mal einen Bischofssitz in Limburg dafür. Wie? Sie wollen wissen, wo die Geld ist geblieben? Kennen Sie nicht? DFB. Dollars für Blatter. Der Blatter, der wird prima passen zu die GCV, die griechische Karnevalverein. In Brüssel wird schon geschafft an ein neues Steuersystem, El Greco. Damit können Sie online Ihr Steuer direkt nach Athen überweisen. Und je mehr Uso Sie trinken, desto mehr können Sie absetzen. Weil das Theater, das kann man nur noch im Suff ertragen. Aber haben Sie schon gehört von die Volkswagen? Die haben entwickelt ein neues Software. Erste Untersuchungen haben gezeigt, einen Abgaswert von beinahe null. Oui. In den nächsten Test wollen Sie sogar den Motor laufen lassen. Was für eine Aufregung. Genau wie über die Kita-Streik. Ich weiß gar nicht warum. Da lernen die Kinder doch gleich was für die Leben. Die meisten Kinder wollen sowieso werden, Pilot oder Lokführer. Sie müssen ein bisschen schneller denken. Wir haben Fernsehen, wir haben keine Zeit. Hallo,
Was war sonst? Manchmal wünscht man sich so eine schöne Schlagzeile. Ha? Madame von der Leyen erwartet die achte Kind, Seehofer bestreitet die Vaterschaft. Oder Katrin Eder auf die Rheinstraße mit Tempo 80 geblitzt. Oder wie heißt die noch? Die Barbie von Guldenthal. Madame la Craquelle. Wie, Juliette? Julia Klöckner gesteht. Ja, ich hatte eine Affäre mit Kurt Beck. Das wäre mal. Das wäre mal ein Schlagzeile. Aber was machen wir mit Madame la Présidente Reyer? Wann die wenigstens hätte ein bisschen Schwarzgeld in ihrer Küchenschublade. Non, bei die Kardinal Müller war das nur ein Souvenir aus seiner Heimat. Oder habe Sie schon mal gesehen, eine Finter Bäuerche ohne Dubskass? Übrigens, Madame Dreyer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Zukunft ist mein Freundin. Was soll das heißen? Sie hat nur eine Freundin und die weiß es noch gar nicht. Da muss Madame la Craquelle natürlich auch ein Buch schreiben. Die heißt Zutrauen. Das ist ein super Titel, Frau Klöckner, weil Ihnen traue mir alles zu. Und das, obwohl sie so viel verloren habe an Gewicht. Am 13. März wissen wir dann, ob nur Kilos oder auch politisch. Jedenfalls hätte ich einen prima Wahlslogan für ihre Figur. CDU, mit uns können Sie den Gürtel enger schnallen. Nichts für ungut, Frau Klöckner. Dafür verrate ich niemandem, dass Ihr Lebensgefährte ist Fan von Eintracht Frankfurt. Es ist schon sehr interessant, wie heutzutage gemacht wird Politik. Ich würde zu gerne wissen, wie die Weltgeschichte sich entwickelt hätte. Hätte ich Napoleon Bonaparte damals vor die entscheidende Schlacht bei Waterloo gesagt, Roger, geh du, ich geh da nicht hin. Verehrte Sozialdemokraten, Sie wissen schon, wie man das im Fußball nennt. Eigentor in der 90. Minute. Hallo, das Farbenspiel beginnt. Und wir gucken mal, wem am Ende Madame Lemke rot oder schwarz-grün ist. Eins aber garantiere ich Ihnen, meine Damen und Herren Politiker, wenn Sie es nicht umgehend schaffen, aus den Ereignissen in die Kölner Silvesternacht die denkbar härtesten Konsequenzen zu ziehen, dann werden wir alle noch unser braunes Wunder erleben.
Ich guck dann in 10 Jahren mal wieder vorbei. Vielleicht heißt die Kanzlerin bis dahin Abdul oder Fatima. Aber solange er oder sie den Amtseid auf die Bibel und das Grundgesetz schwört, ist ja alles in bester Ordnung. In diesem Sinne, au revoir. Es war schön, dass ich war da. So vive l'Allemagne, vive la France, vive Rheinhessen et vive Mayence. Liebe Narrinnen und Narlesen, er sieht aus wie Napoleon, er hat gesprochen wie Napoleon, seine Gestik, seine Mimik wie Napoleon, er hat sich den Vortrag in diesem Jahr wieder auf den Leib geschrieben. Helmut Schlösser! Nun, liebe Narrinnen und Narlesen, jetzt hat er ein kleines Problem. Er ist so zum Arzt gegangen, zum Psychiater. Dann hat der Doktor gesagt, ja und, was kann ich dann für Sie tun? Hat er gesagt, für mich gar nichts. Ich habe Ruhm, ich habe Reichtum, ich gehe als Napoleon in die Geschichte ein. Aber meine Frau muss scheinbar ein bisschen verrückt zu sein. Sie glaubt, sie sei Frau Schlösser. Helmut, wie hat er gesagt? Gestern war ich noch Napoleon, heute bin ich ein Niemand, ein Nichts. Aber du bist mir bei der Bohneweil ein ganz toller Aktiver. Wir freuen uns jedes Jahr auf deine Vorträge. Und auch in diesem Jahr, liebe Herren Erlesen, ist es ihm gelungen, uns eine Paraderolle zu präsentieren. Vollkommen egal, ob Obama oder Graf Frohlock oder in diesem Jahr wieder Napoleon. Helmut, einsame Spitze, nimm die Ovationen unserem närrischen Auditorium entgegen. Solche Vorträge, liebe Narrinnen und Erlesen, suchen seinesgleichen in der Mainzer Fasnacht. Er ist ein Meister, er beherrscht das hervorragend. Und ich hoffe, noch viele, viele Jahre für deine, unsere Bohneweil. Sie darf spielen, liebe Narrinnen und Erlesen. Helmut Schlösser, Napoleon Bonaparte, ganz herzlich zu bedanken mit einem dreifach kräftig stonnenden Hello!